Willkommen zurück, schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich, dass wir jetzt das Thema Schlaf gemeinsam anschauen, denn das Thema Schlaf ist immens wichtig für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden. Warum ist der Schlaf so wichtig? Nun, der Schlaf ist etwas, was wir alle von Natur aus machen und was unser System auch braucht. Denn wenn wir zwischendurch für eine längere Phase, also für die ganze Nachtspanne, in die Ruhe kommen, in den Schlaf, dann ist unser Körper und unser Geist eigentlich richtig aktiv. Denn nur wenn wir in der Ruhe sind, kann unser ganzer Stoffwechsel, unser Körper, jede einzelne Zelle in die Regeneration kommen, das, was sie nicht mehr braucht, abbauen, abgeben und das, was sie neu braucht oder aufbauen möchte bzw. reparieren will, integrieren. Das heißt, für die körperliche Regeneration, ob das deine Gewebe sind, deine Zellen, dein Hormonsystem, alle sind darauf angewiesen, dass du nachts schläfst. Das Gleiche gilt aber auch für deinen Geist. Also auch für unseren Kopf hier oben ist es immens wichtig, dass wir gut und ausreichend schlafen. Denn hier kannst du dir das Gehirn vorstellen wie eine Festplatte bei deinem Computer. Wir speichern jeden Eindruck, den wir über den Tag mitbekommen. Und in der Nacht ist sozusagen die Reinigungsphase des Computers. Und alle Eindrücke werden sortiert, ob diese noch gebraucht werden, ob diese abgegeben werden können, also gelöscht werden können, oder ob diese als Erinnerung gespeichert werden sollen. Und du kannst dir vorstellen, diese vielen, vielen Eindrücke, die wir den ganzen Tag über wahrnehmen, das ist natürlich immens und unser Gehirn braucht einfach seine Zeit, um diesen Reinigungsprozess zu machen. Und nur wenn zwischendurch gereinigt wird und sortiert wird, dann ist wieder Kapazität, also Speicherkapazität da für neue Eindrücke und um auch Neues lernen zu können. Auch aus ayurvedischer Sicht ist es ganz wichtig, einen gesunden und vor allem ausreichenden Schlaf in den Alltag zu integrieren. Der Schlaf gilt im Ayurveda als eine der wichtigsten Grundsäulen für die Gesundheit, denn er ist dafür da, dass die Lebensenergie wieder fließen kann, dass wir vital bleiben und dass auch unsere verschiedenen Doshas, also die Bioenergien, die uns beeinflussen, dass diese in Balance sein können.